Mit einem feinen Marker werden die Registerpunkte, die zuvor aus der Schablone gestanzt wurden, übertragen und anschließend miteinander verbunden. An diesen Linien können nun die Formschablone aus Pappe angelegt und die Form überprüft werden. Man erkennt dadurch, an welcher Stelle die Form nachgearbeitet werden muss. Das Umformen sollte immer stückweise durchgeführt werden und eher weniger als zu viel. Denn wenn das Blech einmal überstreckt wurde, ist es schwierig, das Blech wieder zurückzustauchen. In unserem Fall fehlt noch eine Wölbung im vorderen Bereich. Deshalb wird dieser Bereich noch einmal getempert und von neuem getrieben. Auch an der grob getriebenen Form können die Formschablonen immer wieder angelegt werden. Nach dem Kletten der Form wird auch die aus Klebeband angefertigte Schablone auf das Blech aufgelegt. Wenn man nun die Schablone abfährt, sollte diese an allen Stellen fest aufliegen. Sind noch Hohlräume zu spüren, muss an dieser Stelle das Blech noch einmal gestreckt werden. Meistens verändert das weitere Strecken an der einen Stelle auch das gesamte Blech und korrigiert auch andere Stellen, die zuvor nicht richtig gepasst haben. Nach einem finalen Kletten der gesamten Form wird nun nochmals die weiche Schablone aufgelegt und alle Passermarken nochmals übertragen. Besonders der Rand muss neu nachgezogen werden, damit das Blech entsprechend zugeschnitten werden kann. Durch die nachgefertigte Formschablone war es einfach, die erste Form des Ersatzblechs nachzuformen.